What's going on up there? Oh, that's not a good sign. Aiden ist definitiv die Sache über den Kopf gewachsen. Aiden's made some big mistake. It's probably in completely over his head by now. I can't believe Aiden could be so stupid. Irgendwas stimmt dann nicht mit ihm. I can't leave my subjects in whatever trouble they're in. Jesse, will you please help me get back to Sky City? Stop Aiden. Natürlich. We did kind of start this mess. Ja, natürlich helfe ich dir. Wir waren auf jeden Fall daran beteiligt. Of course I'll help you. You're the founder. Thank you, Jesse. And please call me Isa. Okay, getting back up. Wir könnten Nerd pullen. Let's see what we've got to work with. Oder die Lava? That'll work. What is it? Ah, I see where you're getting at. Nice. Well, would someone care to explain it to me, please? Es ist Zeit für ein richtig großes Bauprojekt. Get ready to build something huge, maybe the biggest thing of your life. What do you mean? We're gonna build a tower of dirt all the way back up to Sky City. Wir haben die Ressourcen. Grab as much dirt as you can carry. Yep, der ganze Inventar voll. Gut, dass Lucas einfach gar nichts macht anscheinend. Er steht da einfach nur rum. Da tun einem die Hände weh. Oh, super. Das ist eins von den Portalen. Aber wir haben den Flint Stahl nicht mehr. Die zweite Hälfte... Nein, zerbricht dir erstmal nicht den Kopf darüber. Don't worry about it. Man, what a relief. I mean, once you get that flint and steel back, it should be a straight shot home now. Das stimmt. Aber das war, hatte gerade nicht zusammengepasst. Well, guys, you ready? Yes, I think so. I think I actually gotta sit this one out. Ach so, ja, er ist ja verletzt. You got me pretty good. I'm just not sure I'm up for towering all the way back up there. I'm really sorry. I probably wouldn't be able to keep up anyway. Du solltest mal eine Pause machen, ist schon okay. Yeah, you don't look so good. You should rest up. Try and get some food. That's what I was thinking. Thanks for understanding. Na klar. Schon gut, Lucas. Wir wollen ja nicht, dass er wirklich stirbt. Das Verletztsein ist schon schlimm genug. Thank you for trying to help. It was very noble. Hey, what's with the last goodbye tone? I'll see you guys when you get back. Definitiv. Oh, give Aiden another punch for me. Will do. Come on. Dafür, was er da getan hat, muss er bestraft werden. Okay. Das wird eine neue Erfahrung für sie. So viel zu bauen. I believe so. And when I get up there, I'm going to tear those blaze rods limb from limb. Ich verstehe jetzt übrigens, da oben sind nur Baumaterialien, die Monster fallen lassen. Gold kommt nämlich von Pikmin. Ha. Ich hoffe, dass sie da wirklich alles so gemacht haben. Also, dass es keine Sachen gibt, die irgendwie nicht von Monstern stammen, außer Erde und so. Also Sachen, die vielleicht schon vorher da waren. Ja gut, hier passiert nicht viel. Wir bauen einfach immer weiter und weiter und weiter. Bis wir wieder oben ankommen. Meine Güte, wie viele Blöcke das wohl hoch ist. Oh Gott. Das ist schrecklich. Oh ja, nicht stehen bleiben. Puh. Whoa, that was crazy. You okay? What have they done? Oh Gott, so viele Monster, und wenn sie keine Waffen haben, was sollen sie machen? Wir müssen ihnen helfen. Wow, wirklich? Die haben alle keine Waffen? Warum haben sie nicht mal Steinwaffen? Oh, sie ist eine sehr gute Kämpferin. The city is under attack by monsters, ma'am. Everywhere. They seem to be coming from inside the palace itself. Dann müssen wir da rein. Warum machen sie das? I'm sorry, Jesse, but I have to save my people. Take care of yourself out there, okay? And to you as well. Los geht's. Jesse, you're alive. Please, can you help us? Hang tight, Milo.
Mhm. Los. Jetzt wird richtig hart gekämpft. Denn diese Leute sind schutzlos. Zum allergrößten Teil. Wow. Ein Reiter. Ein Skelett. You are very quick on your feet. But with all seriousness, how are you alive? I saw you go over the edge. Hey, quick version. You know how you all thought there was nothing but void below you? Yeah. Stimmt nicht. Yeah, that was wrong. There's land. You speak truthfully, my friend? Mhm. Well, I can't wait to hear all about it. Es wird eine neue Ära für euch. Thank you, my friend. See you on the other side. Definitiv. Ich finde lustig, dass die Texte mehr enthalten als die Sprache. Naja, Petra kann sich verteidigen. Auf jeden Fall. Whoa. Wir müssten die Dinge eigentlich zurückschlagen. Oh, danke, Ivar. Aiden has taken over the palace. He's holed up in the throne room, throwing those spawn eggs everywhere. No one can get inside. Aber warum macht er das? Warum ist er so wahnsinnig? Was machen die? I use only the best ingredients. Oh, cool. Ich will Unsichtbarkeit. Here. Denn da sehen sie mich gar nicht erst kommen. Wir sollten den Leuten eigentlich helfen, aber gut. Ja, mit seinen Lohnrouten, ey. Reggie. Oder Reginald. You killed the founder! Yeah? Well, you're gonna be next if you don't shut up! Now you listen here! I'm the captain of the guard! You can't just talk to me that way! Lass ihn in Ruhe, Aiden. Reggie? Hey, jerkwad, leave him alone! Es ist vorbei. I saw you fall! You went down! You're alive! You're alive! Is the founder with you? Oh Gott. Reginald! Oh. Da. Die ewige Quelle. Jetzt sind es nur noch wir beide. Du hast keine Chance. You and me, Aiden. Just you and me now. Just die already. Wow. Should have left while you had the chance. Okay. Der Bosskampf. Es geht los. Glaub mir, du kannst kein Monster erschaffen, das ich nicht besiegen kann. Wir haben den Wither-Sturm bekämpft. Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum er so aggressiv ist. Es reicht, Aiden. Komm zurück. Du bist doch irgendwo noch da drin, oder? Ja, warum müssen die ihm auch noch helfen? Warum greifen sie ihn nicht an? Feuer ist auch nicht gut. Oh ja, der Regen. Das können die ja nicht ab. Okay. Der Kampf an dem Baum, der alle anderen Bäume erschaffen hat. Es ist soweit. Aiden. Ich will ihn nicht töten. Es geht hier nicht ums Gewinnen. Du verletzt die Leute. Okay. Es ist soweit. Wenn er nicht zurückweicht, kann ich es auch nicht tun. Oh. Bam. Wir müssen ihn entwaffnen, dann wäre es nicht mehr so problematisch.
Wow, okay. Nochmal. Zack. Zack. Entwaffnet. Oh Gott, wenn das jemand auf den Kopf fällt. Oh. Wait, hang on. I surrender. Er ist so ein Manipulator. Here. You want your flint and steel back, huh? Take it. It's yours. Just please don't hurt me. Oh Mann, Aiden. Okay, ich kann auch nichts anderes machen als das Zeug zu nehmen. You did it. Jesse, we need to get out of here. Oh Gott. Ja, die ganzen Leute müssen gerettet werden. Please, this place is getting worse by the minute. You can't just leave me here. Take me with you. Müssen wir. After everything you've done, I'm not sure you deserve that kind of mercy. No, come on. Jeder verdient eine faire Verhandlung. I thought you were the good guys. Außer es ist Notwehr. Und da er sich ergeben hat, müssen wir ihn mitnehmen. Get moving. You're coming with us. Thank you, Jesse. Betrüg mich nicht noch einmal. More than you deserve, frankly. Das stimmt, aber... Naja, eigentlich nicht. Ich bin der Meinung, jeder verdient eine faire Verhandlung. Oh Gott. Diesen Leuten muss wirklich geholfen werden. Oh. Ah, sie können jetzt einfach da runterschwimmen. Das ist wesentlich weniger gefährlich. Jesse! Oh Gott. Oh ja. Isa verprügelt die Leute. Die Kreaturen. Wir müssen leider die Insel verlassen. Sie ist zu gefährlich. Jesse, the situation is getting out of hand. We simply can't stop all the monsters and protect my people. Es tut mir leid, aber wir müssen die Insel verlassen. The more danger my people will be in. Wir könnten einfach springen. Nein. Da ist Land unter uns. Ob ihr es glaubt oder nicht. The void won't kill you. There's land down there. Everyone just watch me and follow my lead, okay? Ja, kommt. Auf geht's. In eine wilde Wasserfahrt. Trauen Sie uns immer noch nicht? Ihr müsst mir trauen, Leute. Oh Gott. Bevor es zu spät ist. Gut, wenn sie springt, dann sind alle sicher. Reginald. Ein paar Leute muss man reintreten. Wir sollten vor allem Aiden mitnehmen, damit er nicht entkommt. Oh, bumm. Okay. Jetzt kommen sie, ob sie es wollen oder nicht. Woo! Das ist ein weiter Fall. Aber da unten wartet ja Wasser auf uns. Von daher ist es okay. Und Lava, wenn man nicht aufpasst. Da ist es. Die ewige Quelle, das Huhn, ey.